Genau, dann sage ich einfach mal herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen zu unserer heutigen Session, zu unserem Webinar mit dem Titel Wie passen D2C und Marktplatzbusiness zusammen? Wir freuen uns sehr, heute zwei Perspektiven dabei zu haben, Corporate Brand versus digitale Brand. Und Ralf, ganz richtig, bevor wir anfangen, vielleicht noch so ein paar technische Sachen vorneweg. Also alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen können hier im Chat und über das Frage-Tool in dem GoTo Fragen stellen. Wir haben auch am Ende der Session circa 10, 15 Minuten Zeit eingeplant für Fragen aus dem Publikum. Insofern kann das online gerne genutzt werden, jederzeit beziehungsweise am Ende Fragen zu stellen. Und wenn es noch irgendwelche technischen Probleme bei einzelnen Menschen geben sollte, dann gerne auch da kurz in den Chat irgendwie reinschreiben, dass wir das alles abfedern können. Genau. Insofern können wir starten, Ralf. Starten wir Genau. durch. Von meiner Seite, wie gesagt, ganz kurzes Willkommen nochmal. Mein Name ist Christian Driehaus. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Gominga. Wir sind ein Münchner Technologieunternehmen und wir helfen unseren Kunden, Online-Rezensionen über verschiedene Plattformen zu managen. Das heißt, wir helfen, das Kundenfeedback auszuwerten und wir helfen unseren Kunden, primär großen Markenherstellern, auch mit den Endkunden zu kommunizieren. So viel ganz kurz. Ich freue mich, dass wir hier eben über unser Netzwerk, über unseren Kunden BSH den Florian Oberkofler dabei haben. Und jetzt gebe ich kurz an den Ralf über, der darf dann sich kurz und den Manuel vorstellen, bevor wir dann richtig durchstarten. Genau, auch meiner Seite hallo, freut mich sehr. Es ist ja das dritte Webinar. Ursprung war unsere Studie. Später gehen wir kurz darauf ein. Damals, sage ich, vor Corona-Zeit, eigentlich noch Marktplatzwelt 2020. Danke auch Manuel, dass du die zweite Perspektive heute einbringst. Ralf Hübner, ich bin Partner bei Ecom Consulting. Wir beraten rund um das Thema sehr stark D2C, Direct to Customer, aber auch Marktplatz-Business. Gar nicht so lange jetzt in die Eigenwerbung. Aber das ist unser Zuhause. Deswegen freut es uns sehr, dass wir heute genau zu den Themen mit zwei Marktplayern diskutieren können. Wir haben eine Stunde vor uns. Bitte stellt Fragen. Wir reichen die rüber, wann immer wir sie aufploppen sehen. Soll interaktiv hier sein. Nichtsdestotrotz haben wir als kleine Einstimmung vor, dass sich erstens unsere Gäste kurz vorstellen. Dann werden wir ein paar Impulse geben, ein paar Aufreger oder Fragestellungen, die uns ein bisschen das Diskussionsfundament für die nächste Stunde dann geben. Und dann starten wir mal rein. Wenn ich kurz den Flo erstmal bitten darf, wer bist du? Was machst du? Was macht dir besonders viel Spaß am Marktplatz und D2C-Business? Ja, danke dir, Ralf. Danke dir, Christian, auch für die Chance, hier dabei zu sein. Mein Name ist Florian Oberkofler. Ich bin eigentlich aus dem D2C-Business heraus geboren, also Unternehmerkind im Handwerk. Bin jetzt seit 15 Jahren oder über 15 Jahren in der BSH, habe dort schon diverse Stellen begleitet oder besetzt. Die letzten waren Geschäftsleiter für die Kleingeräte in Österreich, wo wir auch den ersten Bosch-Store in Europa eröffnet haben, gleichzeitig mit einem Online-Webshop-Auftritt. Und jetzt leite ich im Kleingerätesegment in Deutschland den D2C-Ausbau, allen voran spezielle Geräte wie zum Beispiel der Cookit, Smart Grow oder Fresh Hub, aber auch alle anderen Geräte werden folgen. Spannende Zeit, schönes Thema und der direkte Kontakt zum Kunden ist immer wieder was Faszinierendes. Dank dir. Und dann Manuel. Manuel Sestrowski, Gründer und Geschäftsführer bei Wiesemann 1893. Wir versuchen, die führende digitale Werkzeug- und, ich sag mal, Baumarktfirma aufzubauen. Also Werkzeug, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie wir vielleicht auch so Produktfokus sehen und dass wir vielleicht gar nicht mehr so stark in Produkten denken. Ja, heute total spannend mit Sicherheit, weil wir 100% Direct to Customer arbeiten. Ja, das heißt, immer ohne Retailer, immer ohne Fachhandel, was uns in unserem Segment relativ stark von den traditionellen Playern eigentlich unterscheidet und zusätzlich aber auch natürlich selber extrem aktiv auf Marktplätzen. Und ja, da können wir vielleicht eigentlich gerne später mal drauf eingehen, wie sich halt wirklich diese beiden Aspekte vertragen.
Genau, Christian, kann ich übernehmen, nur einen Satz noch, weil wir jetzt ganz schnell reingaloppieren. Wir haben gesehen, wer sich so angemeldet hat, wahnsinnig viele Experten, die auch alle auf die Bühne eigentlich gehören. Wir reden, glaube ich, in unserem Buzzword-Bingo alle über das Gleiche, aber Direct to Customer, darunter verstehen wir natürlich bitte hier nicht nur, wir machen einen Webshop auf, sondern Endkundenkontakt, Endkundenmanagement in den verschiedensten Formen. Und die Marktplätze sind ja, oder Social Commerce auch, eine Möglichkeit, um mit den Millionen Menschen in Kontakt zu kommen. So ganz kurz nur setting the stage, weil wir gleich so reingesprungen sind. Aber Christian, für unsere Fundamentierung zur Diskussion. Genau, ja, vielen Dank auch Florian und Manuel für die Kurzvorstellung. Super spannend, da gleich die beiden Perspektiven aus der großen Corporate World und von sozusagen dem frisch gestarteten Direct Brand Ansatz zu sprechen. Setting the Stage, Ralf hat es ganz kurz erwähnt. Ralf und ich und die Kollegen von Ecom Consulting und Gominga, wir hatten letztes Jahr unsere große Marktplatzstudie 2020 veröffentlicht und hatten damals uns schon die Marktplatzwelt sowohl in der Dachregion als auch global angeguckt, da auch schon die Entwicklung von 2015 auf 2020. Und jetzt sozusagen mit Covid hat sich das Ganze nochmal ein bisschen beschleunigt. Auf der einen Seite haben wir hier sozusagen das in Anführungsstrichen alte Landscape mit den verschiedenen Logos der globalen Player mal aufgezeichnet. Und wir haben einfach eine unwahrscheinliche Menge und Vielfalt an verschiedenen Playern, die eben weltweit als Marktplatz da sind. Ja, ich sag mal, so ein eBay und Amazon sind irgendwie so die ersten, die jeder schon kennt, die schon seit Jahren da sind, aber immer mehr sprießen da empor in allen Herren Ländern und vor allem auch in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, sehen wir eben auch, dass es mittlerweile über 200 verschiedene Player sind. Die Entwicklung ist rasant. Nennenswert in Deutschland, ja, was sozusagen sich gerade auch in den letzten 12 Monaten getan hat, sind eben nicht nur die großen, die eben jeder kennt, beziehungsweise ne, die internationalen Player, sondern eben auch ein Douglas beispielsweise, auch ein Hornbach beispielsweise. Das ist eben sehr, sehr spannend zu sehen, dass für die traditionellen Handelsunternehmen, wenn ich es mal so nennen darf, eben auch das Thema Marktplatz, sprich ich lasse auch andere auf die Plattform, immer wichtiger wird. Da entwickelt sich sehr viel. Aber was wir auch sehen, haben wir letztes Jahr in unserer Studie auch schon kurz angekratzt, in Anführungsstrichen, ist das Thema Konsolidierung. Also wir verfolgen das mit sehr, sehr viel Spannung. Und ein Rakuten beispielsweise ist aus dem deutschen Markt schon wieder raus. Also es bleibt weiter spannend. Und da kann man eine eigene Session zu machen, jetzt auch aus Brandsicht. Wie selektiert man überhaupt einen Marktplatz? Welcher ist für mich relevant? Auf welchen setze ich denn? Weil aus der Hülle und Fülle muss man natürlich auch eine Strategie haben, die man dann auch umsetzt und nicht sagt, na, ich kann bei allen mitmachen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Also es bleibt weiterhin spannend. Ein sehr komplexes Thema und da haben wir nachher auch noch die ein oder andere Frage für unsere Experten hier. Vielleicht auch noch mal ganz kurz so ein, zwei Charts beziehungsweise News. Auf der linken Seite haben wir einfach mal einen Chart von Etsy, das Etsy-Wachstum von 2018 zu 2020 jetzt auf Quartalsebene. Da sieht man eben ganz krass den Anstieg in 2020 auf Quartalsebene. Ja, da ist dann lustigerweise auch noch Etsy mit drauf, was sie mit Masken, also mit Corona-Masken noch mehr machen. Und auch auf der rechten Seite einfach im ersten Quartal dieses Jahr sieht man hier eben an den prominenten Beispielen Etsy, Amazon und Walmart, dass eben das Marktplatzgeschäft boomt und das wächst eben noch schneller als der E-Commerce im Durchschnitt. Ja, also auch da, der traditionelle E-Commerce, ja, der wächst natürlich auch. Der hat auch nochmal den Booster bekommen in den letzten 12, 15 Monaten. Aber der Anteil derer, die sozusagen per Definition Marktplatz sind, die eben auch andere Seller oder Dritthändler zulassen, die wachsen eben noch viel, viel schneller. Ja, und das eben egal, ob es in Deutschland ist oder weltweit. Zwei Impulse noch dazu. Letzten 12 Monate sicherlich sehr, sehr viel passiert. Manche sprechen ja davon, dass wir in einer Zeitmaschine saßen, die uns 5 Jahre nach vorne gebracht hat oder Phänomene gebracht hat, mit denen wir vor 12 Monaten oder 18 oder 24 Monaten noch nicht so rechnen konnten. Beispiel der Amazon-Aufkäufer, sogenannte Thrasio-Welle. Hier zählen wir jetzt in den letzten 12 Millionen, 12 Millionen, in den letzten 12 Monaten über 4 Milliarden Venture Capital, das verteilt wurde auf Firmen, die das Amazon-Spielfeld beackern sollen. Ich erinnere mich an VC-Runden, die ich begleiten durfte vor 4, 5 Jahren, wo die meisten Unternehmen, Finanzinvestoren gesagt haben, wir investieren in kein Business, das auf Amazon fußt, weil wenn Amazon dir den Stecker zieht, ist es vorbei. Was haben wir heute für eine Welt, für eine Marktplatzwelt, wo 4 Milliarden
für hier ein Aufkauf-Akquisitionsgeschäft riskiert werden. Warum bringen wir es ein, auch in die Diskussion? Weil wir die Annahmen, erstens, weil wir Manuel Suskowski dabei haben, der da ein bisschen mittendrin steckt. Bin auch gespannt, Florians Meinung hier zu hören, weil wir glauben, dass das viele Geld in jedem Fall nicht nur eine Bubble ist, sondern auch etwas erzeugen wird, positive, negative Effekte, sei es die Marketinggelder, die ausgegeben werden, die Preise hochziehen oder die Talents vom Markt geholt werden, wie wir es gerade in Berlin sehr stark hören. Also hier ein unglaubliches Phänomen, das sicherlich die Marktplatzspielregeln verändern kann. Ausgang offen. Und zweiter Impuls, letzten 12 Monate, stark natürlich jetzt aus meiner Perspektive, der ich seit über 10 Jahren Hersteller im digitalen Spielfeld und vor allem bei Direct-to-Customer, ich sage bewusst Direct-to-Customer, nicht nur Direct-to-Consumer, weil es auch für B2B gilt, also an den Endkunden ran, deutliche Moves gegeben hat. Ich behaupte jetzt mal, dass das D2C-Game der Corporates in eine neue Ära eingetreten ist, spätestens im letzten Jahr. Zum einen, weil es sinnvoll ist, schon immer zielbar an den Kunden ranzukommen, aber für viele auch überlebensnotwendig war in Zeiten von geschlossenen Geschäften etc. Wir sehen verschiedene Stoßrichtungen. Manche machen einen Webshop erstmalig auf, manche werden Seller auf Marktplatz, wer nicht. Manche leisten sich neue Brands, um neue Zielgruppen zu erreichen oder weil die andere Marke das nicht tut, haben wir jetzt sehr spannende Sachen gesehen. Manche verabschieden sich mehr oder weniger vom Handel. Kann man hart und lang diskutieren, sicherlich eine sehr schwierige Frage, wenn man langjährige Partnerschaften hier auch riskiert. Und dann haben wir auf der anderen Seite die tausendfach, so muss ich das sagen, Direct Brands, Pure Direct to Customer, Direct to Consumer Play, Manuels Business ja auch im Kern, die ganz, ganz viel Wirbel verursacht haben oder auch Lehrbücher geschrieben haben. Und in den letzten 12 Monaten haben wir dann verstärkt gesehen, dass viele der Corporates die übernommen haben. Und da geht es vielleicht gar nicht so darum, Marktanteile zu kaufen, was ja sonst immer so ein M&A-Thema war, sondern Geschwindigkeit, Kundenverständnis oder auch Prozesse, Systeme, Mindset, D2C. Ich glaube, sehr, sehr spannend, was wir in den letzten 12 Monaten erleben durften. Und dann starten wir mal rein. Natürlich mit der ersten Frage, wenn ich schon sage, die letzten 12 Monate, ich habe jetzt, die Präsentation ist weg, musst du mir sagen, Christian? Ja. Okay. Passt. Frage mal, wie habt ihr denn die letzten 12 Monate erlebt, ich sage jetzt nicht überstanden, erfahren? Flo, wie lange hat es gebraucht, bis regulär war, alles weiterging und wie steht ihr jetzt gerade so da, sagst du, ganz neues Normal erreicht? Ich weiß nicht, ob neues Normal aktuell schon wieder stimmt. Ich würde erst mal sagen, so wie du es ausgedrückt hast, die Zeitmaschine hat stattgefunden. Es war halt ein Katalysator für viele Themen, die schon auf der Roadmap standen, aber noch nicht operativ umgesetzt waren. Es ist halt eine deutliche Digitalisierung eingetreten. Kunden beschäftigen sich mit einem digitalen Auftritt, mit digitalen Experience. Auch Leute, die halt vorher nichts davon wissen wollten, müssen sich mangels Alternative damit beschäftigen, entdecken auch so ein bisschen den Spaß daran, die Flexibilität, die das bietet. Ob und wie diese Kunden, die es vorher komplett abgelehnt haben, später dann zu reinen digitalen Kunden werden, wird sich zeigen. Aber es hat auf jeden Fall eine Beschleunigung stattgefunden, so wie du es ausgedrückt hast. Also einige Alternativen, die wir hatten auf der Roadmap, ja, wir wollten digitale Experience anbieten, aber der Fokus war ein anderer und da hat uns dann die Situation dazu gezwungen, genau diesen digitalen Ansatz zu beschleunigen, der zwar schon vorbereitet war, aber für einen späteren Zeitpunkt in Rollout vorgesehen wurde. Also Verschiebung der Prioritäten, spannend. Jetzt, wenn ich dich frage, Manuel, ich meine, du warst schon immer D2C und Marktplatz, aber was hast du erlebt, wo stehst du heute, so rückblickend die 12 Monate und jetzt gerade in diesem Tag? Also aus Sicht von der Direct Brand ist ja das Interessante, dass man einen relativ großen Teil der Wertschöpfungskette abdeckt. Und aus der Sicht heraus würde ich sagen, am Anfang hatten wir natürlich gerade Baumarkt, Lockdown,
dieses extreme Nachfrage hoch. Das hat sich über die Zeit normalisiert. Das war aber am Anfang natürlich im Endeffekt das Problem. Das heißt, Warenversorgung, Stockout. Und mittlerweile hat sich das aber relativ normalisiert. Und wir sehen, dass sich das eher so die Wertschöpfungskette nach hinten verlagert hat. Dass wir jetzt eher zwischendurch dann halt die ganzen Logistikprobleme, oder dass wir jetzt eher bei der Produktion wirklich Probleme haben, weil in einigen Produktionsländern immer noch sehr, sehr harte Lockdowns sind, die man jetzt medial vielleicht gar nicht so, die sonst gar nicht medial so visibel sind. Schönes Beispiel, also sehr unschönes Beispiel aus Indien beispielsweise, wo wir auch einige Produkte zum Beispiel fertigen lassen, wo jetzt die Produktion stillsteht, weil im Endeffekt der gesamte Sauerstoff für die Stahlproduktion in das Medical-Segment geht. So, das heißt, die ganzen letzten 12 Monate waren eigentlich organisatorisch eine Katastrophe. Ich sage mal, was das Business angeht, aber natürlich auf der Nachfrageseite, ja, ist es wahrscheinlich der Effekt von mindestens 2-3 Jahren gewesen. Es wurden als Käufer eventuell vorgezogen, ne? Also Prioritäten beim Kunden haben sich verlagert. Dadurch wurden andere Volumina in manchen Marktsegmenten überhaupt erst realisiert. Was das dann für die nächsten Monate und Jahre bedeutet, ob das tatsächlich dazu führt, dass Kunden dieses, ich sage jetzt mal, mein schönes Zuhause weiterhin beibehalten wollen, weil sie entdeckt haben, wie wertvoll das ist, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen. Ja, ja, also das Interessante, was wir gesehen haben, dass wir konnten es halt bei den Produkten sehen, beispielsweise unser relativer Topseller, ja, eine Veränderung zum sonstigen Bedarf war ein Vorschlaghammer, ja, am Anfang des Lockdowns. So, die Leute sind 3 Monate in Kurzarbeit oder haben Kurzarbeitergeld, dann fangen die halt Projekte an. So, das sehen wir. Aber die Welt wird nicht mehr Vorschlaghammer brauchen. Ich glaube, dieser Produkteffekt, den wird es langfristig nicht geben. Wir sehen, also ich gehe aber trotzdem stark davon aus, dass einfach ganz, ganz viele Kunden die einfach diese Transition von offline zu online jetzt gemacht haben. Und das ist halt einfach langfristig für uns extrem viel wert. Das Kaufverhalten hat sich auch ein bisschen angepasst. Spannend. Jetzt, ich muss gerade sagen, das Flo in seiner Beschreibung, wie es die letzten 12 Monate war, habe ich das Wort Spaß gehört. Ich habe gerade richtig gezuckt, es hat Spaß gemacht euch. Ist mir noch gar nicht so oft begegnet, glaube ich, in meinem Beratungsleben, dass man von Spaß spricht bei D2C. Was ist denn für euch jetzt heute Direct-to-Customer? Und du sagst, ihr habt Spaß dabei. Also ihr habt jetzt bei D2C, wenn ich das so sagen darf, absolut mehrstufig handelsgetriebenen Organisationen, bei D2C den Spaßfaktor dabei? Also wenn ich da über Spaß spreche, ist es eher der, und das macht D2C aus meiner Sicht aus, der direkte und schnelle Kontakt zum Kunden. Das ist das, was spaßig ist das falsche Wort, aber das, was Emotionen auslöst. Ne? Man ist mit dem Kunden in der Interaktion während der fast schon gesamten Journey, je nachdem, wie mitteilungsbedürftig der Kunde ist, teilt er sich an unterschiedlichen Stellen mit. Wir können mit ihm interagieren, wir können ihm die bestmögliche Beratung angedeihen lassen, um dann im Endeffekt, und das ist dann auch das Schöne, beim Kucke zum Beispiel hört natürlich die digitale Reise und die Interaktion mit uns gar nicht auf, sondern es geht ja weiter. Und da diese komplette Reise des Kunden zu erleben, bis zu dem Post vom fertigen ersten Rezept, von dem er begeistert ist, das ist natürlich was, was man so nicht erlebt hat vorher. Und da steckt auch so ein bisschen dieser echte Mehrwert drin, zu wissen, an welcher Stelle stellt sich der Kunde welche Frage, wie können wir ihm die Frage beantworten oder wie eine Lösung anbieten, über die wir vielleicht bisher noch gar nicht nachgedacht haben. Christian, wenn du es mir kurz gestattest, der Cookit für alle, die ihn noch nicht gekauft haben, ist ja ein Kochprodukt, eine Küchen, intelligente Küchenmaschine, die ihr direkt an den Endkunden verkauft. Korrekt. Also der Cookit ist, ich sage jetzt mal, der echte erste Wettbewerber, darf ich zitieren an der Stelle, zu einem sehr bekannten anderen Produkt, das wir, glaube ich, alle sehr gut kennen. Auch das war eine Entscheidung, um die Diskussion nachher ein bisschen anzuregen, warum wir aktuell noch nicht auf Marktplätzen sind, weil es auch immer vom Produkt, Bekanntheit, Kundeninteraktion abhängt, welchen Touchpoint man wählt, um mit dem Kunden, ich sag's mal, auf die Reise zu starten, ihn darüber zu informieren, mehr Informationen zu übergeben. Und das ist beim Cookit im Speziellen nicht nur bis zum Kauf, sondern fängt danach erst so richtig an, intensiver zu werden, weil der Kunde mit dem Produkt intensiv interagiert. Das mit ihm arbeitet, mit ihm kocht, mit ihm Spaß hat,
Fragen hat, Anregungen hat. Und da wollen wir natürlich die Reise nicht abbrechen lassen, sondern im Gegenteil noch genauer hinhören. Spannend. Jetzt haben wir Florian gerade so ein bisschen gehört, fast nebenbei, aber ich glaube für die Zuhörer ganz spannend. D2C bei euch, bei BS Heights in deinem Bereich ist eben nicht Marktplätze. Richtig? Ja, also aktuell ist der Fokus natürlich auf diese, sag ich mal, exklusiven Produkte, wie zum Beispiel allen voran der Cookit. Und da muss man sich immer die Frage stellen, wo ist der Kunde? Kennt der Kunde das Produkt überhaupt schon? Ist es eines, wo der, sag mal, das Marktumfeld sehr viele Alternativen anbietet? Das heißt, der Kunde informiert sich an gegebenen Orten, die er kennt, um dieses Produkt zu erwerben. Beim Cookit ist es so, den kannte man vorher nicht. Es gab eigentlich nur einen echten Platzhirschen, den es auch weiterhin so geben wird. Und der tritt ja in dieser digitalen Welt aktuell noch gar nicht auf. Und da mussten wir uns fragen, wo und an welcher Stelle können wir mit dem Kunden in Interaktion treten? Wo sucht der Kunde überhaupt so ein Produkt? Beziehungsweise wo könnte man auf der Reise des Kunden, die sich stellt, ich muss schneller, einfacher und vielleicht auch gesünder kochen, wo könnte ich ihm die passende Alternative anbieten? Und da muss man sich die Frage stellen, über welches Produkt spreche ich? Ist es ein etablierter Markt oder nicht? Und dann wird Marktplatz entweder interessanter für den Anfang oder ist eher eine Ergänzung, wenn Bekanntheit da ist und es, ich sage jetzt mal, ein etablierter Markt geworden ist. So, ich glaube, da haben wir jetzt Diskussionsstoff. Manuel, jetzt mal aus deiner Sicht, was ist denn aus deiner Sicht D2C und warum fahrt ihr eigentlich den genau gegenteiligen Ansatz? Ich würde vorher nochmal auf das Beispiel des Cookits eingehen. Und aus meiner Sicht ist es der größte Fehler, den Cookit nicht auf Amazon zu verkaufen. Ganz einfach. Für die Mutter meiner Freundin wollten wir einen, ich sag's jetzt nicht, von einem Wettbewerber kaufen. Und wir hatten dermaßen keinen Bock darauf, dass da irgend so eine Tupper-Party bei uns veranstaltet wird über dieses Horror-Vertriebskonzept, was ja komplett aus der Zeit gefallen ist. So, wir wollten diese, keine Ahnung, 1.500 Euro für das Ding zahlen. Ich hätte das gerne ohne Probleme, aber das geht nur über so einen schrecklichen Mittelsmann. Dann haben wir natürlich, wie jeder, ganz normal auf Amazon geguckt. Und das Suchvolumen nach dem Keyword, ja, nach dem Keyword Thermomix, muss ja dermaßen groß sein. Und das adressiert ja gar keiner aktuell. Ihr könntet doch so einfach den gesamten Vorwerk Traffic von Amazon mitnehmen, indem ihr einfach komplett auf das Keyword Thermomix, ich sage es jetzt nochmal, geht. Das wäre ja der günstigste Kundenakquisitionskanal für euch. Teilweise sind wir schon aktiv, weil es gibt ja auch andere Mittel und Wege, wie wir quasi den Traffic von Amazon nutzen kann. Man muss ja nicht unbedingt das Produkt gleich direkt dort anbieten. Was uns aber klar geworden ist, auch relativ früh schon, bevor wir angefangen haben, ist, Kunden haben Fragen. Und das ist ein Nachteil, den die Marktplätze in meiner Art und Weise noch nicht adäquat beantworten. Es gibt keine Möglichkeit, direkt mit dem Kunden zu interagieren. Der Kunde kann nicht unmittelbar anrufen, einen Chat aufmachen, WhatsApp aufmachen und seine Frage stellen. Und die Fragen gibt es für unser Produkt massiv, weil viele Kunden mal ein paar, ich sage jetzt mal, grobe Unterscheidungen abklopfen wollen und die will er an uns stellen. Und das kann ich über keinen Marktplatz machen. Und das ist das, was eine eklatante Lücke in meiner Art und in meiner Sicht darstellt, weil Interaktion mit dem Kunden ist auf Marktplätzen nicht möglich. Ich kann ihm eine Botschaft schicken, ich kann mich so gut wie es geht auf eine Frage vorbereiten, ich kann Content speziell ausspielen, aber das, was ich nicht kann, ist, ich kann ihm keine Frage beantworten. Und das sehe ich natürlich anders, weil das ja so nicht stimmt. Bei Amazon kann man ja Rezensionen schreiben und Produktfragen stellen. Aber Manuel, schilder du doch mal lieber nochmal deine Sichtweise. Was macht ihr und warum sind Marktplätze für euch wichtig? Also wir verkaufen über den eigenen Store, was natürlich am Ende mal der wertvollste Kanal ist. So, darüber muss man nicht argumentieren. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, wie sieht die Customer Journey aus? Und die Antwort darauf ist, in unserem Segment mehr als 50% beginnen ihre Produktrecherche auf Amazon. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich dort nicht bin, ja, finde ich natürlich für mindestens mal 50% überhaupt nicht statt. Und die werden mir überhaupt auch niemals eine Frage zu meinem Produkt stellen, weil die finden es gar nicht. Ja. Also das ist bei einem sehr teuren, rechercheintensiven Produkt natürlich nochmal ein etwas anderes Game.
Aber bei uns Werkzeuge, ganz ehrlich, ich sag's jetzt mal, welchen Hammer man kauft, ist ziemlich egal. Ja? Das ist ein Low-Involvement-Produkt. In dem Segment, wir haben auch andere, aber wenn ich bei so einem Produkt bin, da geht es im Endeffekt darum, wo sucht der Kunde? Das ist Amazon und das andere wäre beispielsweise Google. Da treffen wir über den Shop als auch über Amazon natürlich auch wieder auf den Kunden. Und dann geht es einfach nur darum, ganz einfach, es ist ein Low-Involvement-Kauf. Ich brauche guten Content, gute Reviews, guten Preis und vor allem, ich muss gesehen werden. Ja? Und deswegen glaube ich, um dem vielleicht ein bisschen vorzugreifen, glaube ich, dass auch ein Direct-to-Customer-Play bedeuten muss, dass ich einfach dort stattfinde, wo der Kunde ist. Und wenn der Kunde ist, und das sagen wir auch für uns, mir ist es egal, ob der Kunde morgen auf Tmall ist oder eBay zurückkommt, dann wären wir auch wieder auf eBay. Aber ich muss einfach schauen, wo ist der Kunde? Und das ist halt heute in den westlichen Märkten Amazon. Und deswegen müssen wir aus unserer Sicht halt dort bestmöglich vertreten sein. Ist, glaube ich, auch eine Frage. Du hast so ein bisschen mit Tmall sozusagen die asiatische Welt, die ja oftmals so ein bisschen Vorreiter, was Innovation angeht. Social Media, welche Rolle spielt es bei euch heute schon? Also seid ihr keine. Auch auf... Nein, also keine. leider keine. Also wir testen extrem viel aus, aber keiner der Social-Kanäle funktioniert, weil es einfach so ein Low-Involvement-Produkt ist. Ja, und es ist ein Bedarfsprodukt, keinem, den ich in der Insta-Story über eine Instagramerin oder eine Influencerin einen Hammer zeige, den kauft ja keiner einen Hammer. Ne? Das ist ein Bedarfsprodukt. Bei so einem Cookit würde ich das anders sehen. Ne? Ganz klar. Ja. Also auch da, wenn man so ein bisschen nach also neue Launches sich in asiatischen Ländern umschaut, ist natürlich das Social-Media-Thema teilweise mit das erfolgreichste. Also hohes Trust-Level bei den Followern führt dazu, dass man auch mal ein neues Produkt eventuell über so einen Kanal launchen kann. Also das wird auch in Europa immer interessanter werden. Ich glaube, aktuell ist der Kunde es auch noch nicht ganz so gewohnt, in Europa über Social Media einkaufen zu können oder tatsächlich den Kauf abzuschließen. Da ist es vielleicht in den asiatischen Ländern schon etwas anderes, Kundenverständnis oder auch Kundenverhalten. Aktuell ist es noch ein sehr starkes Marketing-Instrument. Das heißt, ich habe meine Kanäle, die sich mit dem Thema Heimwerken, Backen, Kochen, was auch immer, Fahrrad reparieren, beschäftigen. Und darüber bekomme ich eine gewisse Reach und kann dem interessierten Zuhörer, Zuschauer ein neues Produkt eventuell vorstellen. Ob der dann in dem Bereich tatsächlich schon abschließt, hängt, glaube ich, auch immer davon ab, okay, wie viel Investition muss ich tätigen? Also es ist ein Low-Invest oder ein High-Invest-Produkt und dann ist die Journey einfach entweder eine längere oder eine kürzere. In Zukunft könnte es, glaube ich, schon so sein, dass auf Social Media der Kunde auch wieder zurückkommt und dort den Abschluss dann tätigt, weil er, ich sage es mal, durch sein hohes Trust-Level das auch bei den ihm liebsten Social Media Plattformen dann auch tätigen möchte. Aber heute sind wir da noch nicht so weit. Das ist aber eine sehr interessante Plattform für die Zukunft. Also du sagst praktisch, mein Lieblingsmarktplatz wäre der Social-Marktplatz, wo ich die Fragen beantworten kann, den Kunden so lange bediene, bis er kauft oder dort, ich schicke ihn dorthin, wo er kaufen kann. Du hast gerade einen Punkt aufgebracht, sicherlich spannend für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher aus dem Corporate-Bereich. Du machst ja nicht bloß Deutschland, ja? Oder ihr macht ja nicht nur Deutschland. D2C Deutschland versus D2C Amerika, Frankreich, Portugal, jeweils komplett anders? Oder sagst du so, eigentlich haben wir schon einen D2C Masterplan? Gut, es gibt, auch hier ist die Frage von Manuel genau die richtige. Man muss sich daran orientieren, wie sich der Kunde verhält. Und ich glaube, da gibt es schon eklatante Unterschiede von Land zu Land, je nachdem, was der Kunde gewohnt ist, aus dem Umfeld schon kennt oder eben was man aufbauen möchte. Da kann es jetzt dann das auch ein Mittel der Wahl des Manuel hat es vorhin ein bisschen anders beschrieben, der direkte Verkauf zu Hause. Auch das ist eventuell für manche Kunden gar nicht so uninteressant. Aber das ist halt die Frage. Also das ist genau der Punkt. Ich glaube, was man nicht sagen darf, ist, man entscheidet sich für einen Weg, weil den einen Weg gibt es nicht. Es gibt den Weg, den der Kunde wählt und den kann man dann entweder begleiten, aufbauen und darin Potenziale sehen oder man lässt ihn im ersten Step weg, weil die Priorisierung eine andere ist. Aber da muss man sich die Frage stellen, wie hoch ist der Anteil der Kunden, die für dieses Produkt, auch das ist wieder die Frage, welches Produkt spreche ich,
lasse ich diesen Weg, den der Kunde gerne wählen würde, weg, weil ich ihm eine bessere Alternative anbieten kann? Oder kann ich es in einem Omnichannel-Ansatz realisieren, ihm mehrere Alternativen anzubieten und er sich dann je nach Präferenz verhalten kann? Und so ist es ja in Europa schon sehr unterschiedlich, ne? Also in Holland oder in den Niederlanden ist es ein sehr digitales Land schon immer gewesen, waren schon immer Vorreiter, dass da andere, ich sag jetzt mal, Plätze, Touchpoints für den Kunden existieren oder wichtiger sind als vielleicht in Osteuropa. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Also absolut klar. Ich meine, große Herausforderung natürlich für eine Organisation wie euch, die komplett anders ausgerichtet war, jetzt Endkundenreisen komplett abzudecken von A bis Z. Das kenne ich ja aus meinem täglichen Beraterbusiness, nicht so frontlastig natürlich, wie du es erlebst. Großes Missverständnis, das ich die letzten 12 Monate oft erlebt habe, war, D2C heißt, wir verkaufen was an den Endkunden, aber das ist ja nur der Hälfte der Wegstrecke, wie du gesagt hast. Danach kommen immer noch Fragen, Nutzung, Customer Engagement, welche Fragen hat der Kunde während des Gebrauchs oder auch zur Entsorgung oder was auch immer, ja, Gefahrstoffe. Jetzt sagst du, du hast ein Low-Involvement-Produkt, Manuel, aber Customer Engagement als D2C-Faktor für dich, weil ich habe auch schon mal einen Talk von dir gehört zum Thema Review-Management, sicherlich nicht wenig wichtig. Ja? Total, also dieses gesamte Thema Touchpoints kreieren und repetitive Touchpoints kreieren ist, glaube ich, was D2C angeht, Make or Break. Ja? Das ist die Frage, bin ich am Ende ein Casper und scheiter grandios, weil ich verkaufe ein Produkt, das kaufe ich alle 10, 15 Jahre und es funktioniert nicht in dem Modell, ja? Oder schaffe ich es intelligent, immer wieder Customer Touchpoints zu kreieren? Das sind aber so zwei, ich glaube, deine Frage ging so ein bisschen in diese Review-Thematik. Ja, das ist so der, ich würde, also nach dem Kaufabschluss ist es häufig so der nächste Touchpoint, den wir mit dem Kunden haben, ja? Wo wir beispielsweise, Ich glaube, wir machen das sehr intensiv, ja. Also beispielsweise, ich lese jeden Morgen, heute Morgen auch schon getan, alle neuen Reviews mal eben durch. Ja, meistens gucke ich mir auch nur die schlechten an und die für neue Produkte, weil ich einfach verstehen möchte. Also ich verstehe ja bis heute nicht, wie Konzerne so viel Geld für Marktforschung verbrennen können, während sie viel bessere Daten fast kostenfrei sammeln können, ja. Das ist ja das, was ich bis heute nicht so ganz verstanden habe und wo ich glaube, was D2C-Marken viel häufiger sehen, weil du kannst viel schneller iterieren, du kannst viel schneller auf Kunden eingehen, du siehst, was klappt nicht. Also als kleines Beispiel, man kann das sehr, sehr weit treiben. Also wir machen das wir werten das auf pro Produkt auf einer Monatsbasis aus und sehen die Abweichung zu den gewichteten Vormonaten für die Qualität, fürs Qualitätsmanagement, einfach um Chargen cross zu checken und einfach zu sehen, passt das zu unserem Qualitätsmanagement, ja. Das ist so ein Touchpoint. Ich glaube, also da liegt ja eigentlich Geld auf der Straße und die wenigsten heben es auf. Das ist so das eine. Und ich glaube, um auf den ersten Punkt von mir so ein bisschen zurückzukommen, ich glaube, es ist super wichtig, in das Produkt irgendwie repetitive Touchpoints einzubauen, ja. Das ist bei einem Hammer sehr, sehr schwer. Weil ich brauche da jetzt keinen IoT-Scheiß, ehrlicherweise, sorry, aber gibt es alles so Ansätze, braucht kein Mensch. Ja, ein Hammer ist ein Hammer. Die Frage, die haben wir uns auch gestellt. Das ist für uns auch ein riesiges Thema. Unsere Antwort war dann das Thema Aufbewahrung. Das, was man so ein bisschen hier im Hintergrund sieht, alles, was da irgendwie an der Wand hängt, ist 3D gedruckt. Das ist da, wo wir sagen, nachdem der Kunde was gekauft hat, können wir eigentlich nochmal einen neuen Touchpoint setzen und sagen, pass auf, kostenfrei gibt es speziell Design für dein Produktchen Accessory. Kannst du dir bei uns auf der Homepage nochmal runterladen. Das heißt, wir haben nochmal einen Touchpoint. Wir sehen ganz genau, wie ist die Customer Journey. Wir sehen, ja, vielleicht können wir nochmal so ein bisschen Upselling machen, können dem noch was anderes mitverkaufen. Aber ich glaube, das ist die ganz, ganz große Frage. Wie kann ich den Kunden immer wieder an meine Marke binden? Ja. Gilt, glaube ich, für euch genauso. Ja. Wie monitort ihr derzeit eure, also jetzt an dich, Flo, Reviews, Kundeninteraktionen? Also ich nehme an, du hast welche bei euch im Webshop, ihr habt welche auf Social Media.
Und ihr seid ja auch in Retail as a Service, in einem Found Store in Hannover und so weiter, auch wenn der gerade zu ist. Wie managt ihr und wie bringt ihr die Kundenreviews zusammen und zieht Schlüsse draus? Und für was? Also hier gibt es natürlich, wie der Manuel gesagt hat, immer unterschiedliche Arten von Reviews oder Interaktionen vom Kunden. Das eine ist, wo befindet sich der Kunde in der Journey? Und auch das analysieren wir sehr detailreich. Ist er vorne im Funnel? Ist er gerade in der Informationsphase? Welche Fragen stellt er sich denn in der frühen Phase? Kann er die in, ich sag's mal, der Facebook-Gruppe beantwortet bekommen von Leuten, die den Cookit schon haben? Auch das funktioniert natürlich exzellent. Man muss da bloß Plattformen schaffen, damit sich Kunden selbstständig austauschen, die dann auch Spaß dran haben. Da gibt es ja auch interessante Modelle wie, wo und wie finde ich quasi einen Eigentümer eines gewissen Produkts, kann ich mit dem mal in Interaktion treten. Gibt es ja auch interessante Plattformlösungen für solche, ich sage es mal, eigentlich nur Verbindungsstränge von einem Kunden zum anderen. Die Verbindung müssen wir dann halt aufbauen, um zu sagen, das beste Feedback kannst du von jemandem bekommen, der das Gerät schon hat. Ehrlicher und transparenter kannst du das Feedback nicht bekommen. Das ist dann natürlich das Thema Reviews auf der Website. Das ist so ein bisschen der frühe Indikator für den geneigten Kunden, ob das Produkt passt oder nicht. Dann steigt er ein, schaut sich entweder die negativen Kommentare an, so wie es der Manuel und ich auch machen. Woran hapert es denn bei dem einen oder anderen Kunden massiv? Und dann liest man sich auch mal die, ich sag's mal, intensivsten durch oder die auch hilfreich waren für die anderen Kunden. Und dann möchte man in vielen Fällen, aber auch das ist Produktfrage, nochmal in Interaktion treten. Entweder mit Kunden, die den schon haben, oder mit einem Experten, wie auch immer, der dann für den Kunden aussieht, ob das der Experte an der Verkaufshotline ist, der dann sich gerne eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nimmt, um das Produkt nochmal intensiv mit ihm durchzugehen. Ob das der externe Partner ist, wie der Found Store, aktuell eben leider zu, weil er gerne Offline-Experience schnuppern möchte, weil er das Produkt auch mal anfassen will. Und so muss man, glaube ich, auch von Phase zu Phase das ganze Thema Engagement Rate und Interaktion begleiten. Und umso bessere Plattformen man schafft, umso leichter man für den Kunden den Übergang in die nächste Phase gewährleistet, umso angenehmer empfindet er die Reise auch. Ne? Und umso besser informiert ist er am Ende des Tages. Und dann geht die Nutzung des Produkts weiter. Auch das wird ein interessanter Kommunikationsstrang werden. Aktuell, glaube ich, auch noch ein bisschen unterrepräsentiert in dem ganzen D2C-Gedanken, wie du es gesagt hast. Es ist nicht nur Verkaufen, es ist quasi Interaktion mit dem Kunden. Im besten Fall über die gesamte Lebensdauer des Produkts hinweg bis zu einem möglichen Neukauf, Nachkauf oder, wie es der Manuel beschrieben hat, ich kann dich mit mehr Funktionen anreichern während deiner Nutzung über die Jahre. Ich habe neue Lösungen für dich. Ich habe neue erweiterbare Möglichkeiten, um deine Experience noch weiter auszubauen. Und so kann ich den Kunden immer wieder dazu anregen, zu interagieren, zu kommentieren, dann doch mal wieder den neuesten Post zu schreiben oder in die Gruppe zu gehen und sagen, hier, ich habe jetzt das neue Rezept ausprobiert, sensationell, müsst ihr unbedingt machen. Also auch diese Bühne schaffen, auch das ist eine Kunst, die man bewerkstelligen muss. Weil Kunden teilen sich sehr gerne mit, sowohl positiv als auch negativ. Vielleicht nicht jeder, aber es gibt sehr, sehr viele, die Spaß daran haben, und umso leichter das für den Kunden gemacht wird, umso besser. Ja, super spannend. Also das Thema, den Kunden zum Ambassador machen, ist natürlich die Königsdisziplin. Das schaffen die wenigsten, aber sicherlich unglaublich spannend. Gibt ja so Softwareanbieter, Replica Software und so weiter, die das spielen wollen gerade. Kommt aus der Kosmetik sehr stark. Die Damen, die Kosmetik nutzen, reden auch gerne drüber. Das als Welle. Jetzt gehe ich davon aus, dass es nicht nur 50 Cookit-Kunden gibt. Ganz kurz, ein Post gab es tatsächlich, den habe ich im Kopf wegen deinem Stichwort. Manche Kunden, und die teilen sich mit, machen auch selbstgemachtes Make-up im Cookit, ohne dass wir das jetzt empfehlen wollen. Aber weil du es gerade gesagt hast, wie haben wir unsere Feedbacks im Griff? Also dieser Kommentar, den haben wir gesehen, wahrgenommen. Ja, wir empfehlen es gar nicht, oder? Wir empfehlen es nicht. Nee, wer das war, weiß ich gar nicht, aber das war zum Beispiel ein Punkt. Ja? Also auch da entdeckt man neue Gedanken beim Kunden. Die muss man manchmal aber auch ein bisschen gegensteuern, weil manche Sachen sollte man ja nicht tun mit einem Produkt. Auch das muss man dem Kunden mitteilen, um frühzeitig zu verhindern, dass vielleicht auch ein Missuse stattfindet. Auch das ist ein interessanter Fall.
Das ist jetzt überhaupt nicht abgesprochen, nur weil Christian für eine Company arbeitet, die Review-Management macht, und das machen sie ja nicht mit der Hand am Arm, sondern mit Software. Jetzt hast du bei mir was getriggert, Flo, und das an euch beide. Ich meine, wir reden ja über tausende Feedbacks, die du gerade beschrieben hast, ja? Physisch, irgendwo in der Customer Journey. Wie kriege ich das gemanagt? Und da draußen gibt es denn Customer Data Plattformen, Software, die ihr nutzen könnt? Manuel, ich glaube, ich habe im Ohr, du hast was Selbstgestricktes für dich noch. Das muss ja Software unterstützt sein, was du da gerade beschrieben hast, Florian, ne? Will Manuel anfangen? Dann, ich habe noch einen anderen Gedanken, dann bin ich dann allein. Ja, also wir haben eine eigenentwickelte Lösung, die schon, ja, weil wir schon vor vielen Jahren gesehen haben, so ein bisschen, bevor es auch die ersten Softwarelösungen dafür gab, dass wir eigentlich diesen Need haben, und haben die dann auch eigentlich immer weiter weiterentwickelt, weil wir, ja, ich sag mal, das, was andere vielleicht in Market Research stecken, stecken wir halt relativ stark da rein. Deswegen hat sich das für uns bisher eigentlich ganz gut gelohnt. Und ohne Software geht's halt natürlich nicht, ja. Ansonsten, also ich glaube, wer es heute noch irgendwie versucht, händisch zu managen, hat halt eigentlich keine Chance oder verpasst halt das meiste. Ich glaube, man braucht einfach eine gute Softwarelösung. Vielleicht da nochmal nachgehakt, eine andere Frage. Wir haben jetzt vorher über den Brand-Webshop geredet und über Amazon. Aber Manuel, ich sag mal, sowohl in Deutschland als dann auch international, welche Marktplätze oder welche E-Tailer sind eigentlich für dich, für euch relevant? Ist es wirklich in Anführungsstrichen nur an Amazon, dann auch europaweit, oder seid ihr auch auf anderen? Guckt ihr euch die gerade an? Was ist da so für euch relevant? Also uns, wir haben dieses klassische Omni-Channel Konzept auch ausprobiert. Ich will jetzt nicht für jeden antworten, aber für uns funktioniert es nicht. Unsere Strategie ist, in jedem Land gehen wir auf die dominante Plattform. Und dann muss das Ziel sein, die dominante Plattform aber auch zu ownen. Ja, das heißt, dann mache ich Amazon nicht halb, sondern mache ich Amazon 150%. Ja, und da sind wir in allen europäischen, auch sowas wie Polen, wo wir beispielsweise sehen, Polen lohnt auch beispielsweise nicht, weil Allegro einfach dort eigentlich der dominante Player ist. Und halt in den USA. Aber da ist natürlich auch Amazon, wobei wir dort aufgrund der Marktgröße sehen, dass aber auch ein Walmart, ein Target gut funktionieren werden. Und also das ist aber für uns, also. Aber dann seid ihr wirklich, ich sag mal, wenn man jetzt USA als Beispiel nimmt, ne, Riesenmarkt, egal welche Branche, ist überall ein Riesenmarkt, da seid ihr dann wirklich auf verschiedensten, ja, Marktplätzen, Plattformen unterwegs, bespielt die also aktuell, oder aktuell ausschließlich Amazon USA, weil ich glaube, man muss sich am Ende die Frage der Fokussierung stellen, ja, es ist richtig, also das ist keine Frage von so einer Middleware und dann glaube ich, ich kann irgendwie 150 Shops bedienen. So, dann sind halt 150 Shops desaströs. Ja? Da gibt es Überlösungen, aber es ist alles halt nicht gut. Und man muss sich halt immer, man muss halt verstehen, wie extrem groß der Wettbewerb auf den Plattformen ist. Ja? Und das ist am Ende die Frage, wie hoch ist einfach mein Detailgrad an Produktdaten? Wie gut kriege ich das auf der einzelnen Plattform ausgespielt? Und da, also ich weiß, dass sehr viele, auch größere Brands, immer sagen, ja, dann das spielen wir über eine Middleware aus und da holen wir uns eine Software für und am Ende mache ich ein großes Chart und da sind 700 Logos drauf und da sind wir überall, aber das bringt mir nichts, wenn ich überall auf Seite 5 bin. So, dann kann ich es auch lassen. Und ich glaube, dass wenn man muss es halt verstehen, also wir leben ja in einer Zeit von Oligopolen und in den USA hat Amazon mehr als 50% des Marktes. Also ganz ketzerisch, wofür soll ich mir denn die Arbeit mit der anderen Hälfte antun? Aktuell. Ja. Auch das wird sich über die Zeit verändern, aber das ist ja, das ist dann in unserem Status, wo wir sehr stark priorisieren müssen, ist das dann immer die Antwort. Also wir sagen, wir machen den ersten und den machen wir richtig gut. Was natürlich auch wieder zu einer stärkeren Tendenz der Konzentration von einem Wettbewerber führt. Das muss man natürlich auch mal vor Augen halten, aber es sind halt so ein bisschen die Regeln heutzutage. Ja, aber super spannend. Finde ich spannend, dass du eben sagst, ja, Fokus, Fokus, Fokus und wenn, dann richtig machen. Krass. Das heißt aber in anderen europäischen Ländern entweder noch gar nicht, in Anführungsstrichen, oder dann auch andere Player? Nee, wir schauen, also ich kann sagen, aus unserer Sicht, wir sehen beispielsweise Mano Mano, ja, in unserem Vertical schon spannend, wobei man auch da sagen muss, ja, guckt euch mal an, wie viel Prozent Mano Mano im Baumarkt hat, ja, im Vergleich zu Amazon. Es ist einfach eine Priorisierungsfrage. Ich sag mal, wenn ich ein Produkt
ich meine, wenn ich ein Produkt 50% besser auf Amazon mache, ist der Einfluss deutlich größer, als wenn ich jetzt 100 Produkte heute auf Mano Mano launche. Ja, das ist halt einfach die Realität. Aber da sind schon Sachen, wo wir natürlich hoffen aus unserer Sicht, dass sich überall eine starke Nummer 2 bilden wird. Ja, also im Best Case kommt so ein Tmall, Taobao, Konstrukt vielleicht noch Europa mit viel Geld. Ja, das wäre für alle gut, wenn es zumindest mal 2 gäbe. Aber ja, also aus so einer ganz egoistischen Sicht müssen wir sagen, ja, wir gehen auf die Nummer 1 jedes Mal. Also muss man leider sagen, da müssen Obi und Hornbach noch ein bisschen Gas geben, dass du da auch mit dabei bist. Ich glaube, da muss man, es ist die richtige Strategie für die, absolut, ja. Aber wenn man sich die Volumina anguckt, das macht keinen Sinn für uns. So, das macht vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt Sinn, aber Stand heute, nein, also keine Chance. War echt spannend. Also ich glaube, einige schneiden es gerade mit dem Kopf erstmal 150% das eine machen und dann die anderen 10 Sachen, die man auch immer gerne macht. Ich bin ja auch jemand, der immer zu viel rechts und links schreibt. Mal Thema Amazon und Veränderung der Marktplatzwelt durch Thrasio. Flo, wie kommt sowas bei euch an? Also kommt die Information an? Diskutiert ihr das? Sagt ihr, da geht es ja nur darum, dass so Unternehmen gekauft werden wie Manuel. Das betrifft uns nicht, weil so viel Geld haben sie noch nicht, dass sie uns kaufen können. Oder seht ihr das auch, das Thema? Ich meine, Stichwort, ihr werdet bestimmt Leute suchen, die E-Commerce können, Marktplatz-Business, Social Commerce können, also Hiring. Spürt ihr es oder kriegt ihr so ein Thema gar nicht so mit? Aber mitkriegen tust du natürlich, wenn du dich damit auseinandersetzt, wie du, und das ist, glaube ich, die interessantere Frage für uns, wie kann man, das hat Manuel jetzt gerade detailliert beschrieben, den Touchpoint, ob das jetzt Marketplace oder ist oder nicht, am besten verstehen. Da gibt es Experten, die können das. Auch wir sind ja schon jahrelang sehr erfolgreich auf den einzelnen Marktplätzen unterwegs, aber halt eben im B2B-Business. Aber es gibt immer noch Sachen, die man noch lernen kann. Ne? Also wie kann man sich noch weiter optimieren? Ich glaube, das ist eine interessante Fragestellung, die durch so ein Konzept, ich sage jetzt mal, gute Potenziale aufzukaufen und weiterzuentwickeln, glaube ich, angeregt wird. Also eigentlich nur grundsätzlich der Gedanke, wie kann man noch etwas besser werden? Was für Mechaniken verwenden die, um genau diesen Hoop-Effekt, den sie ja damit erzielen müssen, damit sich das Investition auch lohnt, was müssen die, an welchen Schrauben müssen die drehen, damit es funktioniert? Das ist der interessante Gedanke für im Grunde genommen jeden. Welche Potenziale stecken da noch drin? Was muss ich dafür tun? Also wenn ich mir so als Nahrungskette vorstelle, dann sage ich, da kauft so ein, also ein Amazon-Aufkäufer jetzt schön was zusammen und dann kauft die BSH das und hat alles im Paket. Produkt, Team, Technologie. Okay. Lassen wir mal so im Raum stehen, oder? Ich darf ja nicht sagen, dass ich schon mehr weiß. Just kidding. Manuel, wie siehst du das Thrasio-Thema? In a nutshell. Ich weiß, du könntest Stunden darüber reden. Aus der Praxis. Gut für uns. Ja? So. Nein. Das Erste ist, also was ein sehr gutes Zeichen ist, dass der Kapitalmarkt mittlerweile sagt, man hat eine Abhängigkeit von Amazon, sehr schön, hier ist das Geld. Ja? Das ist genau das, was du vorher gesagt hattest, dass es das vor einigen Jahren nicht gab. Ja? Das ist auf jeden Fall gut. Plus, es gibt halt für alle Brands, gibt es jetzt einen einfacheren Exit-Kanal. Das ist mit Sicherheit auch eine gute Entwicklung. Man muss sich aber natürlich fragen, wird das Modell funktionieren können? Ja, da gibt es halt alle Meinungen zu. Und ich glaube, das wird man sehen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es für uns eher ein positiver Trend. Ich würde aber beispielsweise für so einen Flo sagen, ich würde das echt ernst nehmen, ne? Weil es hat zwei Probleme. Das erste ist, es treibt extrem die Preise für irgendwelche Targets. Und wenn man sich die Bewertungen heute anguckt von so einem Thrasio, ich meine, du hattest es vorher da, glaube ich, gehabt, was die Bewertung bei der letzten Funding-Runde war, die sind nicht mehr so leicht zu kaufen für jeden. Ich glaube eher, dass die haben nur die Chance, meines Erachtens nach, in einem freundlichen Börsenumfeld, wie aktuell, halt ein IPO oder ein SPAC oder so zu machen, weil
die sind so hoch bewertet, dass wir, wer soll das kaufen? Außer jetzt vielleicht ein Procter & Gamble, aber so viele gibt es da eigentlich nicht. Ich glaube, es ist auch interessant, wie sie sich dann genauer spezifizieren. Also es wird immer zielgerichtetere Gruppen geben, ne? Also Produktfokus, Plattformfokus, ob das jetzt dann der Amazon ist, heute mögliche asiatische Plattformen, die eventuell noch kommen, morgen, also das ganze Thema zu analysieren, wie da Wettbewerbsumfeld sich verändert, ist eklatant wichtig, darf man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Weil das verändert den Markt, das Marktumfeld wird verändert, teilweise eklatant, teilweise schleichend, aber das muss man, umso früher man das auf dem Schirm hat, umso besser kann man sich darauf einstellen. Ja, spannende Entwicklung, weil da ist halt so viel Geld jetzt gerade vorhanden und wie eigentlich beide sagt, ne, auf der einen Seite werden kleine Produkte oder Brands gekauft von kleinen D2C-Brands beispielsweise und ob eben einer der Riesen es eben schafft, das nächste Procter & Gamble zu kreieren dadurch. Ne? Ich gucke mal auf die Uhren in unsere Frageliste. Wir haben nämlich auch ein paar Fragen aus dem Publikum bekommen. Vielleicht ein, zwei Fragen an euch einfach mal in den Raum geworfen, wer auch immer die dann beantworten möchte. Ich glaube, einzelne Fragen haben wir durch die Diskussion, so wie ich sie gerade sehe, schon ganz gut abgefrühstückt, in Anführungsstrichen. Hier ist so ein bisschen eine Frage, beziehungsweise schon fast eher eine Feststellung, ne? Marktplatz versus eigener Brand-Webshop, muss man doch eigentlich beides zusammen machen? So ein bisschen in die Richtung auch, wo holt man sich eigentlich den Traffic und wo verkauft man im Idealfall? Dann auch nochmal so eine zweite Sache zur Preisdifferenzierung. Macht ihr Preisdifferenzierung? Gibt es auf dem eigenen Brand-Webshop andere Preise wie auf irgendwelchen Marktplatzseiten? Vielleicht dazu ein, zwei Sätze von euch vielleicht. Flo? Bei uns ist es leicht. Wir sind noch nicht auf Marktplätzen, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Aber okay. Tendenziell sage ich mal, Transparenz sollte für den Kunden schon vorhanden sein. Also dass es Aktionen geben kann, unterschiedlichster Art, ist, glaube ich, nachvollziehbar, aber ich glaube, es ist eher kontraproduktiv, irgendwo eine Aktion zu machen, die ihr mehr oder weniger sehr klar auf einer anderen Plattform nicht bekommt. Das ist jetzt aber eher meine persönliche Meinung aktuell. Was uns angeht, das ist für uns, ich würde sagen, aus einer Marktsicht ist das Pricing der einzige Grund fast, warum es uns überhaupt gibt, weil man muss ja mal ganz ehrlich sein, ne? Es gibt ja Werkzeugmarken. So, es braucht ja keiner eine neue Werkzeugmarke wirklich. Als wir aber 2017 gestartet sind, bis heute ist es halt vom Pricing her der traditionellen Anbieter eine völlige Katastrophe. Ja? Ich habe meine Brutto-Händlerliste, ich habe einen Retail-Price, ich habe einen Amazon-Preis, den ich an Amazon verkaufe und dann habe ich irgendwelche komischen Reimporteure, die das Zeug irgendwie mit semi-guten Bewertungen verschleudern. Und da haben wir damals gesagt, okay, das ist natürlich für den Kunden unfassbar frustrierend, wenn ich für ein und dasselbe Produkt, also ich habe ja immer das Gefühl, einen schlechten Deal zu bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir ziehen es halt vollkommen durch, wir machen ein globales Pricing. Das heißt, es gibt ein Produkt, hat einen Preis und es ist egal, wo er das kauft. Ja? Damit ich eben dem Kunden, wenn er die Brand einmal verstanden hat, anerziehe, du gehst nicht auf Check24, du gehst zu keinem Preisvergleich. Du kaufst es entweder bei Amazon, convenient, ja, einfach im Basket, denk nicht nach, ja, einfach convenience, auch im Pricing, oder auf der Homepage, aber es kostet überall das Gleiche, auch über Ländergrenzen hinweg. Das ist jetzt durch UK ein bisschen schwieriger geworden, aber wir wollten verhindern, was wir häufig in den Patterns gesehen haben, dass ein Kunde aus Frankreich in Spanien shoppt, weil es da ein bisschen günstiger ist und es irgendwie die Shipping-Fee covert. Und jetzt so ein bisschen durch das Währungsaufkommen, vor allem durch das Zollproblem mit UK, haben wir ein bisschen Probleme und wir müssen es eventuell bald ein bisschen aufweichen. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist es mit das größte Asset von einer D2C-Brand zu sagen, es gibt einen Preis und der ist so. Und dass man so ein bisschen aus dieser, ich sag mal, eBay-Kultur des Schnäppchenjagens den Kunden rausbringt, weil das ist ja auch eigentlich nicht ist ja nicht sehr convenient für den Kunden. Und das ist das, was wir zum Beispiel versuchen, komplett zu vermeiden. Ein Produkt hat halt einen Wert. Ne? So.
Und den Wert hat es und den sollte man dem Kunden gegenüber auch kundtun. Und das ist dann das, was das Produkt für diesen Preis kann. Da bin ich ganz bei Manuel. Gezielte Aktionismus zu betreiben, um irgendeine Plattform besser zu bewirtschaften, ist eigentlich aus Endkundensicht Blödsinn, weil ich treffe oft auf den gleichen Kunden. Der kennt sich dann aber nicht mehr aus. Das, aber es hat natürlich auch eine Implikation. Ich meine, das hört sich total cool an und so, ne? Aber es hat natürlich eine ganz krasse Implikation, weil wenn ich das mir als Ziel setze, heißt das, ich darf mit keinem einzigen Händler arbeiten. Das heißt auch, ich darf nicht an Amazon verkaufen. Das heißt, das Vendor-Modell scheidet aus, weil ich habe keine Pricing-Hoheit. Ich darf kein Exportgeschäft machen. Ja? Das ist das, also es hört sich immer cool an, ja? Aber das ist für uns, ich sag mal jetzt, wirklich der Pain in the Ass, ja? Weil wir könnten bei ganz vielen Sachen viel schneller skalieren und wachsen und auch internationalisieren. Aber du musst sagen, nein, ich verkaufe jetzt nicht an den Distributor nach Russland, der das für mich übernimmt, weil ich nie verhindern kann, dass das Produkt nicht wieder seinen Weg zurückfindet. Und das ist halt, glaube ich, das ist einfach das, was man in bestehenden Organisationen ganz, ganz schwer umsetzen kann. Und das ist aber auch die einzige Begründung, warum es jetzt so eine Flut, sage ich mal ja wirklich, an neuen Marken überhaupt gibt, weil vom Produkt her braucht die eigentlich jetzt mal, simpel gesagt, keiner. Super spannend, gerade auch super spannend, das Thema mit dem Händler. Ja. Ich mache mit dem Stefan Höfel nebenbei die Plattform directbrands.de, da haben wir jetzt 1500 D2C-Brands und mit vielen gesprochen und das ist exakt das Gleiche, was sie sagen, wir könnten schneller wachsen, wenn wir Händler integrieren, wir können wir skalieren, aber wir machen es nicht, weil wir die Preishoheit behalten wollen, das wollen alle, das ist klar, aber bei denen ist es das absolute Dogma. Und vor allem, ja, wir gehen mal in eine Sonderpreissituation für ein paar Tage, aber dann gehen wir wieder raus. Und wenn du halt andere Partner dabei hast, musst du erklären, warum du reingegangen bist und warum du wieder rausgehst. Das ist schon sehr, sehr spannend. Vielleicht ja auch, ich habe es vorhin gesagt, viele etablierte Hersteller haben sich ja inzwischen eine D2C-Brand dann geleistet, also Volvo mit Polestar, Milita mit Avery, wo sie dann mehr oder weniger sortenrein im Vertrieb sind, ist natürlich dann das Schwierigste, ja, wenn man bestehende Vertriebspartnerschaften hat, Flo, könntest du bestimmt ein Lied singen, denen zu sagen, du kriegst das Produkt jetzt nicht, ja, unglaublich schwer. Ich würde eine Frage aus dem Publikum jetzt nochmal nehmen, wohl wissend, dass wir vielleicht auch ein bisschen überziehen, aber ich meine, liegt auf der Hand, und zwar Instagram als Marktplatz der Zukunft. Nehmen wir mal an, Manuel, du hast nicht nur einen Hammer, sondern auch Consumables und andere Produkte. Glaubt ihr, Instagram als Marktplatz, Checkout funktioniert in Deutschland heute noch nicht, wissen wir, aber ist das der Marktplatz, der wirklich Sinn macht und Spaß macht? Und hätten wir dann den Tmall, also nicht nur einen Amazon, sondern einen zweiten, wirklich relevanten in Deutschland neben Amazon? Was glaubt ihr? Also ich glaube, es hängt vom Vertical ab. Wenn ich in Fashion, Beauty denke, vielleicht ja. Alles, was ein bisschen erklärungsbedürftiger ist, haben wir gesehen, dass es auf Instagram nicht so gut funktioniert. Da würde ich, wenn ich jetzt rein privat wetten müsste, würde ich eher auf TikTok wetten, weil man im Endeffekt sieht, dass die chinesische Variante über die Live-Shopping-Funktion und dieses Edutainment-ähnlichere Konzept deutlich besser funktioniert. Und also ich glaube, ich persönlich glaube relativ stark an Live-Shopping. Was man dort besser umsetzen könnte, als es aktuell bei Instagram ist. Aber wir haben es immer mal wieder versucht mit so kleinen Live-Shopping-Experimenten. Es war immer ein Desaster bisher, weil bisher ist der, also ich habe das Gefühl, der westliche Kunde ist jetzt noch nicht so wirklich so weit. Aber das kann sich, glaube ich, brutal schnell ändern, wenn man einfach sieht, dass es ja eigentlich so eine Generation nach Instagram gibt, ja, so diese TikTok-Generation. Ich glaube, da kann ich mir das vorstellen, aber ehrlicherweise ist diese Generation noch nicht sehr interessiert an Werkzeug. Das ganze Thema Bewegtbild macht halt einfach den Unterschied. Also wenn du ein Produkt zeigst, ein Bild für sich spricht und das Thema ist erledigt, es ist ein Low-Involvement-Produkt, auch ein Low-Invest, dann geht es mal schnell. Da, wo ich aber ein erklärungsbedürftiges Produkt habe und selbst wenn ich über den Hammer spreche, wie kann ich den besser halten, welche Handschuhe gibt es dazu, etc., da brauche ich ja Content, da brauche ich Videomaterial. Das was in Asien auch interessant funktioniert, also wenn man da Tmall anschaut, kann der Kunde sich ja Live-Feeds quasi dazuschalten. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Produkt, schaue ich mal, welcher Hersteller zu diesem Produkt gerade eine Live-Vorführung anbietet.
Finde ich super. Ich bin nämlich eh gerade auf der Plattform meines Vertrauens. Der hat dann auch noch Live-Content für mich, entweder aufgezeichnet oder tatsächlich live mit Interaktion. Das ist natürlich dann die Krönung und kann dann tatsächlich meine Fragen beantworten. Und ich glaube, das ist Instagram aktuell noch nicht. Sie versuchen es mit den Video-Inhalten langsam, ich sage es mal, aufzubohren, aber sie sind noch keine Video-Plattform. Ne? Und da, wie der Manuel sagt, die Generation ist noch nicht so weit, um als Käuferschicht interessant zu werden, weil in dem Augenblick, wo diese Schwelle des Einkommens irgendwann überschritten wird, du auch mit dieser Plattform aufgewachsen bist, bist du automatisch bist interessiert daran, auch darüber eventuell tatsächlich kaufen zu können. Und dann kommt da eine ganz andere Geschwindigkeit in die ganze Sache. Ich habe gerade vorhin bei dir einen pavlovschen Reflex gesehen, als Manuel TikTok ansprach. Ja, ist TikTok für euch schon ein Kanal oder das Produkt ist teuer? Also der persönliche Manuel hat es persönlich notiert und ich auch, weil das ganze Thema Bewegtbild bei TikTok ganz anders gelebt wird. Du hast ganz andere, wie lange bleibe ich auf dem Kanal, wie lange schaue ich einem zu, interessiert mich der Content, den der Kanal gerade anbietet, blätter ich da mal durch, weil ein Video ganz einfach deutlich länger dauert, viel entertainiger ist als ein Bild, bleibe ich auf dieser Plattform ganz einfach länger, beschäftige mich entweder mit dem Kanal oder mit dem Thema intensiver. Und das ist halt das, was ein einziges statisches Bild nicht kann. Das ist ganz einfach. Aber das ist auch wie Manuel persönliche Meinung. Wenn ich jetzt retten müsste, würde ich sagen, eher sowas wie TikTok wird interessant als irgendwie sowas wie Instagram. Super. Ja, ich glaube, es war ja schon fast so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Ich würde am liebsten auch noch eine halbe Stunde weiter diskutieren, aber jetzt sind wir schon über die Zeit. Insofern würde ich jetzt sagen, Ralf, sei mir nicht böse. Vielen, vielen Dank an Manuel und an Florian. Ich hoffe, auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen war das genauso spannend wie für mich. Super Diskussion, viele tolle Insights. Insofern vielen lieben Dank an euch beiden. Dank natürlich auch, Ralf, an dich, dass wir das heute wieder so gut zusammen machen konnten. Die Aufzeichnung gibt es natürlich im Nachgang auch, ich sag mal, auf unseren Landingpages etc. Das werden wir auch wieder verteilen im Nachgang für alle, die sich das nochmal anschauen wollen, nochmal anhören wollen, den Kollegen weitergeben wollen. Genau, insofern von meiner Seite vielen lieben Dank. Ralf, von dir noch? Also auch vielen Dank, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Für die Teilnehmer, weil die Frage kam, ja, die paar wenigen Slides-Präsentationen gibt es zum Download auch. Gerne mit Original-Tonspur. Ich gehe davon aus, dass wir bald wieder mal eine Session machen. Gerne auch mit euch wieder. Vielleicht gibt es auch irgendwann die Möglichkeit, auf eine physische Bühne zu gehen und die Themen zu diskutieren. Ich glaube, es wird nicht langweiliger werden. Ich glaube, alle sollten gesund bleiben und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann im Laufe des Jahres dann sogar nochmal persönlich sehen kann. Insofern, vielen Dank euch. Mahlzeit. Danke. Vielen Dank. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.